So, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbefehl Livestream. 32 Pünktchen plus Germany 30 Cash im Stundenchart hier. Ein aktives 1, 2, 3 Top unter 15, 7, 12. Im Tageschart ein aktives 1, 2, 3 Tief über 15, 5, 4, 2. Der Index wird seit Mitte Juni nicht müde, die letztere Marke zu testen. Ja, solange hier kein Tagesschlusskurs drunter zustande kommt, kann man auch argumentieren, okay, denen ist noch nicht komplett die Kraft ausgegangen, ist noch kein Grund hier unmittelbar eine höhere Volatilität zu erwarten. Natürlich kann die entsprechende Nachrichtenlage jederzeit dazu führen, Charttechnik ist kein Garant, aber keep in mind, die 15.542 ist eine kritische Marke, man sah es auch gestern, wenn ich da mal hingehe. 15.542. Ja, da ist also dann gleich nochmal rasant innerhalb von na, vielleicht 30 Minuten nochmal deutlich tiefer gegangen. Und diese Marke haben wir dann gehalten gestern Abend und versuchen uns jetzt nach oben abzusetzen. Wie immer möchte ich meinen Trendfilter hier anlegen, um zu schauen, bekommen wir denn hier sowas wie einen sauberen Trendaufbau? Oder nicht, wir sind direkt an der 100er-Extension bei 15.619 aus dem Stundenkerzen 1, 2, 3 Top. Das könnte ein Widerstand sein. Die Signallinie ist auch etabliert. Die müssen wir überschreiten, um überhaupt davon sprechen zu können. Nachhaltig ist die vorbörsliche Spanne nach oben verlassen worden. 15.636,95. Aufpassen, wenn wir da nicht drüber gehen, kann es auch sein. Dass hier ein Top entsteht, wenn wir kein höheres Hoch machen. Könnte dieser Abwärtsimpuls, so wie gestern, ja, wenn ihr euch zurückerinnert, gestern 9 Uhr, haben wir auch so einen Ausbruch aus der vorbörslichen Spanne nach oben, dann eine Top-Bildung, dann ist der Markt hier nach unten abgerauscht. Und hat dann ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet, an dem wir uns auch wieder orientieren können. Ich zeichne das mal in Pink ein. Jetzt quasi an der 2,61er. Drüber wäre die 4,23er bei 15.702. Wenn er jetzt hier in der Lage ist, überhaupt einen Trend aufzubauen. Jetzt wäre ein höheres Hoch wichtig. In diesem Push. Da ist es. Das ist schon mal schön. So, und jetzt brauchen wir auch hier den Minutenschluss über der Signallinie. Und dann gehe ich in den 10-Sekunden-Chart und gucke mir an, baut er eben nach der Markttechnik hier ein schöneres, höheres Hoch, höheres Tief, einen schönen Trendaufbau. Ist er zu sehen oder steigt er einfach nur ununterbrochen? Letzteres kann ein Hinweis sein für unkontrollierte, instabile Kurssteigerung aufgrund von Eindeckungen, wenn also Short-Positionen einfach in Serie ausgestoppt werden. Nun, das ist nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass hier ein Interesse für Käufe vorliegt.
sind wir eigentlich wieder in der gleichen Situation. Top kann entstehen, im Blick natürlich auch auf die USA. Ich bin ja ganz schön fokussiert auf das, was der hier macht, der Germany 30, der US 30. Läuft nach oben raus, das ist ja schon mal eine gute Ausgangssituation. Bricht jetzt hier auch über diese morgendliche Range nach oben aus. Okay. Hatte ich mir noch gar nicht angeschaut, aber der Punkt 2, den haben wir versucht zu knacken, haben wir jetzt geknackt. 34, 5, 64, drüber 34, 9, 26 als Anlaufstelle. Kleine Bodenbildung im NDAQ. Und hier ist ein kleines 1, 2, 3 Toppets entstanden. Also eine 1, 2, 3. Unbestätigt, weil der US 30, der hier zieht, hat keinen Top ausgebildet. Es könnte aber eines entstehen, wenn 95,05 gebrochen werden. Tja, ich versuche hier die 34,95 zu halten. Sind da, hier im 10 Sekunden Chart mal im Detail, könnte ein Impulsmuster kommen, wenn wir jetzt über 5,99,49 drüber gehen. Also kann man eben solche Seitwärtskonsolidierungen durch den tiefsten Punkt und dann zum höchsten Punkt verlängern. Das Hoch dieses Impulses, wenn es überschritten wird, könnte dann zu einer Auffächerung nach oben führen. Also 5,99,49. Versuchen's. Man sieht auch gleiche Positionsaufbauten im Germany 30. Da ist das höhere Hoch. Ja, deswegen ist es immer wichtig zu schauen, auch in den frühen Morgenstunden, auf die US-Vorgaben. Auf die Struktur dessen, was da läuft und was da gemacht wird. Und man hätte hier natürlich ein schnelles 1, 2, 3 sehen können, das jetzt sofort wieder rausgenommen wird. Wir haben jetzt die Signallinie überschritten. Ich gehe in den 10 Sekunden Chart, um feststellen zu können, ob wir hier jetzt dann in Trendrichtung aufwärts ein 1, 2, 3 ausbilden oder nicht. Stichwort sauberer Trendaufbau. Entweder jetzt ausgehend von der Signallinie oder vom vorbörslichen Hoch 6,26 ist auch noch eine Unterstützung. Sollte es zu einem tieferen Rückfall kommen. Und auch aufpassen auf den US 30. Das ist noch nicht so wirklich überzeugend aktiviert hier.
der befreiende Push jetzt nach oben kommen. Und da ist das Trendrichtung gesetzt, 1, 2, 3. Also, Validierungslinie für den Germany 30 ist jetzt die 15.635.07. Sollten wir die unterschreiten, könnte es ein Hinweis sein, wäre das ein Trendbruch, es könnte ein Hinweis sein für eine bevorstehende trendlose Phase. Sollten wir darüber bleiben, hätten wir einen intakten Aufwärtstrend für den Moment. Schon wackelige Angelegenheit hier. Schauen wir uns Sojabohnen an, die haben im Tageschart, im 4-Stunden-Chart meine ich hier, einen Boden 1, 2, 3, 13,91, gleichzeitig von oben kommen, volle Auffächerung zur 5,81er runter und hier jetzt den Boden gestern durch diesen Kurssprung reaktiviert. Mais hat die 7,1395 als zentralen Widerstand vor sich. Dort ist ein Top entstanden. Auch bei Weizen ist ein 1, 2, 3 Top entstanden an der 707,67. Und wir sehen hier bei dem heute Morgen in Espresso genannten ETF CFD eine bullische Auffächerung. Den Chart stelle ich auch ins Chartforum. Die für Weizen, Mais und Soja sind bereits im Chartforum. Ja, auch Thomson Reuters, Jefferies, THB Total Return, ETF, CFD von Luxor, auch jetzt mit einem Ausbruch nach oben, ja, die Hochs seit dem Jahr 2017, immer wieder diese zyklischen Hochpunkte, werden überschritten. Das Hoch hier von Dezember 2016 kommt in Reichweite. Grundsätzlich, was man hier jetzt mal feststellen kann, ist, wir haben die 15.12, da ein prozyklisches 1, 2, 3 ausgebildet, das sich jetzt über die 4,23er hinaus ausweitet und ausdehnt. An der 4,23er haben wir ein weiteres Impulsmuster. Also statt Trendwende einfach nochmal einen neuen Anlauf geholt. Das scheint sich jetzt auch nach oben aufzufächern, also Ende Rohstoff-Rally hier von diesen beiden Index-ETFs her ist nicht angezeigt. Germany 30 fächert sich hier fröhlich auf. Ah, schöner Push nach oben, das ist das, was ich meinte. Hier höheres Hoch, sauber die 1 gehalten und jetzt haben sie es aufgegeben, den zu shorten. Fängt sie an, hier der Anfangsimpuls nach oben ins Aufzufächern. Germany 30 spielt mit, nachdem hier die Validierungslinie hielt bei der 16.635.07. WTI Cash CFDs attackieren die 74.14 heute OPEC Plus Sitzung. Spannend zu sehen, was dort für Sachen passieren. Das war heute Nachmittag im Barbecue-Livestream um 15.15 Uhr. Will ich da genauer drauf eingehen? Was die
Frage um das iranische Atomprogramm angeht, die Verhandlungen stagnieren. Russland, was das OPEC-Plus-Treffen angeht, hatte zuletzt signalisiert, eher das Angebot anpassen zu wollen. Saudi-Arabien signalisierte, zu bevorzugen, einen eher schrittweisen Anpassungsprozess zu wählen. Wie dem auch sei, sollte da keine Einigung mit Iran kommen, wird das ein großer Teil des iranischen Öls dem Markt fernbleiben. Auch das ist ein Grund, warum wir bei 74 Dollar sind. Das Top, das hier unten links jetzt im WTI Cash CFD im Stundenkerzenchart sichtbar ist, wird zwar attackiert, wir sind aber genau an der Marke. Das Top ist hier für den Moment als intakt anzusehen. OPEC sieht, äußert sich ähnlich wie die EZB oder die Fed tut. Sagen also, der weltweite Ölmarkt wird in einem Angebotsdefizit für den Rest des Jahres bleiben, wenn sie die Produktion auf dem jetzigen Niveau halten. Ein Grund dafür, es nicht anzuheben, die Produktionsmengen, sei die Ausweitung und Ausbreitung der Delta-Variante. Die könnte jetzt die Nachfrageerholung nach Öl gefährden. Daher wäre das ein Argument, alles so zu belassen, wie es ist. Bisschen scheint OPEC Plus auch höhere Preise zu wollen. In dieser Zeit, wo die Konsumentenländer von Öl, die Industriestaaten, versuchen, ihre Volkswirtschaften zu dynamisieren. China tut das mit Infrastrukturinvestitionen. Biden möchte es tun mit Infrastrukturinvestitionen, um hier den Wettlauf nicht zu verlieren gegen China. Und die OPEC steht dazwischen und halten die Hand auf, um eben daran mitzuverdienen, an diesem Wettlauf zwischen China und US. Wir machen uns viel Gedanken um Ökosteuern, Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer und das alles verteuert natürlich Benzin, aber die effizienteste Methode wäre, wenn es kein Kartell und keine Mengenabsprachen gäbe. Vermutlich. Aber man kann diese Länder ja nicht zwingen, bestimmte Produktionsmengen einzuhalten. Saudi-Aramco, der größte Ölkonzern der Welt, denkt über grünen Wasserstoff nach. Frage, ist das ein Feigenblatt? Das Königshaus in Saudi-Arabien bestimmt über die Ölfördermengen und nicht Saudi-Aramco. Eine Shell ist ihren Aktionären gegenüber verpflichtet, Saudi-Aramco. Zwar auch, aber das, was produziert werden soll, das wird heute besprochen. Eine Shell sitzt da nicht mit am Tisch bei diesem OPEC-Plus-Treffen. Die maximieren Fördermengen, um eine Gewinnmaximierung zu erreichen für die Aktionäre. Also die Welt ist eine unterschiedliche.
So, jetzt sieht man es auch sehr gut im 10-Sekunden-Chart. So eine größere von einem Hoch, also wir machen eine Rallye hoch, größere Rücklauf, gibt dem Markt danach die Möglichkeit zu fluktuieren, ohne eine Trendwende machen zu müssen, ohne zuvor ein höheres Hoch machen zu müssen. Immer wieder in dieses Impulsende zurückgegangen. Und jetzt bricht er nach oben aus, erreicht die 4,23er. Also alles sauber, US-30, da fehlt jetzt noch ein höheres Hoch. Ja, da ist es. Da kommt der Push im US-30er auch Richtung der 4,23er. Ja, und ich schalte um in den 1-Minuten-Chart, um mich neu zu orientieren. Nach oben 702 und 712 wären, sagen wir mal, zumindest in Blickweite. Jetzt geht es eben darum, in dem Rücklauf von der 4,23er aus, jetzt zu schauen, kommt hier eine Trendwende in 1, 2, 3 Top in den Markt oder nicht. Der US-30 auch jetzt mit einer vollen Auffächerung. Da wird es jetzt auch interessant sein zu sehen. Neues Impulsmuster und weitere Auffächerung oder Trendwende. Das gilt es jetzt zu beobachten.
So, also 663, 36 im Germany 30 und 616, 43. Jetzt Unterstützungen, deren Bruch 1, 2, 3 Tops aktiviert, deren haltenden bullischen Druckaufbau ermöglicht mit Möglichkeit einer Trendfortsetzung. WTI zieht weiter an. Im Übrigen hat Euro-Dollar ein neues Tief gemacht. Dreht jetzt zwar. Das ist spannend anzuschauen. Hat ein 1, 2, 3 Tief wieder ausgebildet. Also Bärenfalle bei Euro-Dollar. Aber man sieht, wir haben jetzt einen Abwärtsimpuls und von unten einen Aufwärtsimpuls. Das heißt also, ein Minutenschlusskurs über 6,7531 aktiviert ein prozyklisches 1, 2, 3, 3 Fortsetzungsmuster. Bestätigen sollte sich das optimalerweise im US-30 dann auch. Germany 30 wagt sich vor. Ich hoffe, ihr seht das. Also statt Trendwende haben wir jetzt ein prozyklisches 1, 2, 3, unbestätigt, da der US-30 nicht mitmacht bisher. Der müsste hier über die 6,33, 42 drüber. Dünnes Eis hier im Germany 30. 702,10 mal aufpassen auf der Oberseite, weil der US-30 macht nicht mit bisher. Kann aber noch werden natürlich.
Validierungslinie für diesen neuen Anlauf wäre die 663, 36. Darunter hätten wir einen Trendbruch. Da wir im Germany 30 auf ein höheres Hoch gegangen sind, droht jetzt kein unmittelbares 1, 2, 3 Top, wenn wir jetzt ins Rutschen kämen. Na gut, ich klinke mich für den Moment aus. Bin heute Nachmittag 15:15 Uhr wieder da mit dem nächsten Livestream. Wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag und bis später.